Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und heute hier mit am Start zusammen mit Nabi Trash. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut. Das war kurz und knapp. Ich weiß. Und wir erklären mal ganz kurz, was wir hier denn grundsätzlich machen. Wir haben uns überlegt, wir machen ein Format über K-Pop und damit ihr überhaupt mal wisst, ob man das überhaupt essen kann, würde ich sagen, erklären wir erstmal, was das überhaupt ist. Willst du kurz zwei Worte sagen, was K-Pop ist? Ich sag's ganz kurz, es ist Musik. Also koreanische Musik. Also Musik aus Korea, also ja, K-Pop halt, Korea-Musik. Genau. Ich habe jetzt vorhin mal ein bisschen den Wikipedia-Eintrag dazu gelesen, was K-Pop denn eigentlich ist. Eigentlich ist es ja wirklich eine Abwandlung des J-Pop, also vom Japanischen, da ja in Südkorea oftmals, also es geht ja auch hier um Südkorea, nicht Nordkorea. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das wäre aber auch fatal. Ist auf jeden Fall so, dass Korea damals nicht wirklich, also wurde damals auch schon unterdrückt, beziehungsweise die popkulturellen Sachen wurden da ziemlich unterdrückt und dadurch ist das relativ spät gekommen und ist dann eigentlich damit, dass dann früher dann die Amerikaner da waren und dann später die Japaner, wurde das ziemlich vom J-Pop, also von den japanischen Popmusik übernommen. Wenn man das jetzt so fassen würde, würde ich sagen, es ist das Grundprinzip von Boybands. Also wenn du es ganz, ganz runde minimierst, dann hast du koreanische Backstreet Boys und Spice Girls, so ganz blöd gesagt. Oder was meinst du? Ja, ist schon das Gleiche, oder? Ja, ein bisschen. Aber du hast halt mehr Boy-Groups als Girl-Groups irgendwie. Ja, ist das so? Ja. Sind es mehr Boys? Das sind es halt irgendwie mehr Boys als Girls. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Vielleicht weil Frauen sind dann nochmal ein bisschen empfindlicher auf Boybands, glaube ich. Nein, das ist halt keine Ahnung. Was ich jetzt ziemlich krass finde, ist, dass man dort eigentlich in Korea, ich meine, ich würde sagen, das behandeln wir nochmal als separates großes Thema, aber eigentlich ist in Korea so, dass sogar die eigentlich hergezüchtet werden, also du nimmst die eigentlich schon mit 13 und züchtest die dahin. Manche auch schon mit 12 oder 10 ja, oder 9. So, muss man sich mal vorstellen, dass die mit 12, und ich habe gelesen, dass die eigentlich vor die Knebelverträge haben, teilweise 13 Jahre Verträge und so gut wie kein Gehalt, obwohl die da gefeiert werden wie der Popstar Nummer 1. Richtig heftig. Ja, das ist im Grunde eigentlich K-Pop. Und hast du eigentlich mal andere Richtungen mittlerweile gehört, außer K-Pop? Also gibt's K-Rock oder sowas eigentlich auch? K-Rock gibt es auch. Und es gibt auch K-Pop mit Instrumenten. Also Day 6 zum Beispiel hat Instrumente, benutzt Instrumente. Und ist, glaube ich, auch K-Rock oder K-Pop, ich weiß nicht. Na, ja, ich glaube, das ist wieder so eine Nischensache, wo man es einsortieren will. Ja. Ist halt Hauptsache K. Hauptsache K. Ja. Weil besser. Ja, genau. Naja, ich mag beides. Was beides? J und K? Ja. Ja, was könnte man sonst noch groß zu der Richtung sagen oder was es ausmacht? Ich denke mal, sehr anziehend sind dabei noch unter anderem die Outfits. Finde ich. Also das ist ja mal mega krank. Wenn du dir jetzt mal so die Musikvideos angehst, oder generell die Musikvideos, die sind halt einfach mal so Bombe produziert, so unendlich gut. Und auch von der Musik an sich, also ich muss jetzt sagen, ich höre mir auch jetzt Boygroups an oder sowas, jetzt nicht so, dass man, also ich meine, ich bin eher aus dem Alter raus, dass ich sage, hey, ja, das ist meine allerliebste Band. Das geht halt bei mir einfach nicht mehr. Es zieht auch nicht auf mich ab. Aber selbst ich höre gerne Boygroups oder Girls, wie nennt es? Wie ist es andersrum? Girl Groups. Das klingt voll dumm. Girls. Und ja, im Endeffekt, ich find's ganz nice. Und was ich zum Beispiel ziemlich krass finde, ist auch, dass die Boys, die sind halt mal so, oder auch Girls, aber hauptsächlich die Boys, so perfekt gemacht. Ich finde auch leicht feminin. Was meinst du? Es gibt eine Gruppe, die sieht wirklich, wirklich weiblich aus. Das sind auch Boys.
Aber das ist halt eine neue Gruppe. Okay, okay. Welche ist das? Ich weiß den Namen nicht. Das ist aber ein komischer Bandname. Ja, wow, ich weiß. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, kann man noch irgendwas hinzufügen? Sie sehen alle aus wie Anime-Figuren. Ja, das stimmt übrigens. Kann deswegen, ich nicht dazu sagen. Man muss auch sagen, seit wann ist eigentlich K-Pop in Deutschland berühmt? Also halt, es ist zwar klar, existiert seit den 90ern, aber es ist jetzt irgendwie trotzdem irgendwie über die Anime-Welle rübergeschwappt zu uns. Ja, vielleicht auch durch J-Rock irgendwie. Ich weiß nicht, ich kannte K-Pop schon mit schon seit, ja okay, 2000 noch was. Also, ich kenne die gar nicht so lange, also ich habe keine Ahnung. Aber die gibt's schon länger in Deutschland. Ja, seit wann hörst du, also wie meinst du in Deutschland, dass es gehört wird generell? Ja, ich glaube schon so Anfang 94, 93. Was bitte? Echt? So lang schon? Wahrscheinlich ja schon, weil... Ja. Okay, mir ist es echt durch diverse, zum Beispiel BTS oder BAP oder sowas, durch solche... nee, BAP war das? Das war eine japanische Band, ne? VIP. Ja, meine ich. Entschuldigung. Ja, aber die älteste ist zum Beispiel, oh Gott, keine Ahnung, aber die älteste, die ich kenne, die älteste Gruppe ist Super Junior. Und ich glaube, mit denen kam es dann nach Deutschland. Und mit Big Bang, of course. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, vor 5 Jahren habe ich es das erste Mal wahrgenommen. Und ich glaube, so richtig gedrängt es zu hören, damit ich überhaupt darauf aufmerksam wurde, war es eigentlich du. Ich glaube, du hast mich dazu gebracht, es überhaupt zu hören. Vielen Dank dafür. Bitteschön. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt dazu oder was wir doch dazu speziell zu der Thematik K-Pop, was ihr euch da wünscht, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und wir schauen, dass wir das für euch möglich machen. Und ansonsten hören wir uns demnächst. Ich würde sagen, ciao und danke. Navi Trash. Bye bye. Ciao. Tschüss.